Wer brüllt da denn schon wieder rum? Okay, das hätten wir. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier. Und tschüss. So, damit sind wir schon mal im Fort drin. Oh, sind hier nur ein paar Truppen. Über eine Seilrutsche. Jawohl, mit dem Tomahawk. Nice. Bestimmt nur eine Seemöwe. Sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbettende Insel zu überwachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm die... Oh ja, entdeckt. Scheiße, Mann. Zack. Gucke, den findet da kein Schwein. Ach, Mann. Egal, mache ich einfach von nach. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbedeutende Insel zu überwachen. Das wird sicher meine letzte. Na los, komm her. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage: Sir, ich. Ja, was ist? Oh, komm, plündern können wir den noch kurz, ne? Wenn wir schon dabei sind. So. Den Schatz hier lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen, ne? Schatztruhe, wo auch immer die ist. Ich glaube hier hinter, ne? Oder oben. Ja. Das war schon mal falsch. Da komme ich nicht rüber, aber hier vielleicht. Gut, scheint wohl doch nicht da oben zu sein. Wer sollte dieses Foyer angreifen? Niemand. Gibt keinen Grund. Wir sind nur hier, weil der Hauptmann was verborgen hat. Und was? Ich hab keine Ahnung. Die hat er auch nicht. Lass gut sein. Und halt Wache. Ja, ja. Moment mal, ich muss mal eben kurz überlegen. Ich hatte hier doch... Jawohl, ja. Wurfpfeile. Was haben wir da noch? Giftpfeile, Sprengfallen, Wurfpfeile. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Oh. Falsche Taste, egal. Egal. So klappt es natürlich auch. Hey, runter, sage ich. Der ist abgelenkt. Mach eine Chance. So. Der macht keine Probleme mehr. Oh, das klingt ja grandios sicher hier. Nein, Moment. So. Kollege, komm mal her. Zack. Wo geht's weiter? Da oben muss ich raus. Dann muss ich ja über die Dinger springen. Habe ja schon immer geliebt. So diese Sprünge nach hinten. Na ich. Ups. Hopp. Halten. Jawohl. Gut, so geht's. Im Eilschritt. Wenn wir zur Ansprache zu spät kommen, sind wir dran. Beeil mich da. Ja, beeil dich schneller. Mann. Ups. Au. Okay. Ich muss gerade mal hier kurz gucken. Keine Beschwerden über diesen Einsatz zu Ohren kommen.
Ey, allein schon. Ganz ehrlich, guck da ein kleiner Pisser nach oben. Ich glaube, ich habe doch Giftpfeile. Kann ich nicht... Ich vergifte den gleich, dann sind sie alle abgelenkt. Ja, beeil dich schneller. So. Giftpfeile. Der General bestraft den Hauptmann für die Sache in Polen. Ich habe genug. Wir sind hier mit dem Befehl, das muss Nein. ich euch nicht sagen, Fort Walcott gegen die Rebellen zu verteidigen. Und mehr hat euch nicht zu interessieren. Ihr sollt weder die Strategie kommentieren, noch kennt ihr die Pläne der Rebellen. Also hört einfach auf. Der nächste Mann, der unsere Einsatzbefehle in Frage stellt, erhält 10 Peitschenhiebe und 7 Tage Kampf. Oh geil, 10 Peitschenhiebe. Schatztruhe. Jawohl, ja, wird geöffnet. Zack, was haben wir da drin? 1500, heilige Scheiße. Es gibt weniger Schatztruhen als in den Vorgängern, dafür ist aber auch bedeutend mehr drin. Wer tut einem Menschen sowas an? Deshalb muss man Soldaten immer beschäftigen. So, damit ich auch die optionalen Missionsziele kriege, ne? Der Frechdachs hat es nicht besser verdient. Sowas darf man nicht tolerieren. Das sollte dem Rest von euch eine Lektion sein. Was er sagte, hat doch nichts zu bedeuten. Na? Ich finde es einfach nicht richtig. Jo, komm da runter! Ach, du bist verwirrt. Geh nach Hause. Nein, den falschen! Scheiße! Nee, beide cool. Ah, doch gut geklappt. So, die Schatztruhe hole ich mir hier natürlich auch direkt mit. Was haben wir denn da? 2000 nochmal. Jawoll, ja, die Mission bringt es ja richtig hier. Alter Schwede. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Jawohl, und damit haben wir ein Kartenfragment gefunden. Es liegt unter des Adlers Bett. Mhm. Ich bin mal gespannt, was das letztendlich ist. Wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es sogar ein Schatz. Oh, super. Juhu, Feuer! Oh, Moment. Oh, nehmen wir doch den Bogen mal wieder. Oh, verdammt. Ich hasse diese Wichser, habe ich das schon mal erwähnt? Wie macht der das denn? Jawohl, so, geht doch, alter Schwede. Woo! Ah, cool. Jetzt haben wir hier einen Ausgang. Jawohl, ja, so muss das sein. So muss das sein. Juhu, brennen wir ein bisschen. Alter, das ist hammergeil. Hä? Oh, toll. Ja, da hoch, ne? Connor, hallo! Ich lauf da nicht hoch. Alter, ich hab doch schon... Zack, geht doch. Juhu. Och man, wieder so einer. Alter Schwede, den hab ich ja mal richtig fett gekontert. Oha. Fett.
Alter, Connor sieht ein bisschen eingesaut aus. Alter, fett. Juhu. Alter, hammergeil. Juhu. Und jetzt voll auf die Steine. Bist du spät dran, Captain? Die Besatzung des Forts war nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Glaube ich. Und was? Verdammter Schiffrolle, du Wattwurm. Wattwurm, auch eine nette Beleidigung. Schön, schön, schön. Sehr schön, damit haben wir die Sache erledigt. Haben 2 von 3 Dingern erledigt. Passt doch, passt doch. Oh. So, wir sind wieder in Davenport. Interagieren. Jetzt gibt es keine Mission hier mehr bei dem. Nee. Was haben wir da? Grenzland. Davenport. Gehen wir mal wieder nach Boston. Wird mal wieder Zeit für eine normale Mission. Nicht? Hui. Ach ja. Sehr gut. Das hätten wir, dann würde ich sagen, Hauptmission. So, mit ein bisschen Stil hier durch die Straßen, ne? Ah, ist hier ein Tunnel, vielleicht. Schnellreise-Ding. Tada! Alter Schwede. Hiermit wird bekannt die Anwesenheit der neue Manufaktur. So, da bin ich wieder. Sorry, ich musste eben mal kurz hier ruhig sein. So, die Teeparty. Da gab's doch mal diese Geschichte im Bostoner Hafen, wo der ganze Tee über Bord geschmissen wurde. Ich denke mal, dass wir damit spielen. Nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Gentlemen, sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffins Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Ah, ich soll vorgehen und die ganzen Wachen ausschalten? Oder wie habe ich das zu verstehen? 16. Dezember 1773. Mehr Wachen. Wir müssen den Zorn der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Mhm. So. Tee gedrückt halten, um dieses Ding hier